Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Meine Community ist nicht nur wundervoll, sondern auch extrem kreativ. Und die liebe Handmade by Kate, die liebe Katharina, hat mich gefragt, ob ich ihren Adventskalender vorstellen möchte. Hier bin ich, super gerne, denn meine Community supportet mich und ich supporte sehr gerne meine Community. Und ja, wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen in diesen handgemachten Adventskalender hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieser Adventskalender kostet bei ihr im Shop 170 Euro. Das ist nicht wenig, aber es ist auch Handarbeit. Und Handarbeit muss halt auch entsprechend belohnt werden und entlohnt werden. Und ich bin einfach sehr, sehr gespannt, was sich hinter diesem wunderschönen Häuschen hier verbirgt. Ich freue mich tierisch drauf. Denn das Erste, was ich hier tatsächlich auch schon in die Hände bekommen habe, ist ein kleines Geburtstagsgeschenk für Julius gewesen. Das ist eine Schnullerkette. Und ich kann es, also wir können nicht genug Schnullerketten haben. Die hat sie mir einfach mal so mit beigelegt. Und vielen, vielen Dank. Das ist richtig schön. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und ich verlinke euch auf jeden Fall in der Infobox ihren Instagram-Account. Sie hat mir geschrieben, dass sie die Rohlinge bestellt. Die Ohrringe sind aus Edelstahl und nickelfrei. Und dann hat sie auch noch so Glas-Cabochons. Kenne ich persönlich nicht. Die färbt sie wohl selber und deswegen ist es von Adventskalender zu Adventskalender oder von Produkt zu Produkt natürlich individuell. Ein bisschen Tee hat sie mir auch noch mit beigelegt und jetzt labere ich schon wieder so viel. Wir schauen mal in den Adventskalender rein. Diese kleinen Häuschen sehen so schön aus und die sind alle einzeln verschlossen. Dann hat man die Zahl drauf und ich versuche es so aufzumachen, dass ich möglichst das Ganze auch wieder verschließen kann. Denn diesen Adventskalender werde ich natürlich auch super gerne wieder befüllen. Ne? Hier haben wir dann auch in einem wunderschönen Organza-Säckchen das erste Produkt. Schön mit Schneeflocken drauf und das scheint mir eine Kette zu sein. Oh ja, okay, schön. So ein wunderschönes Petrol ist das. Schaut so aus. Und das mag ich tatsächlich auch gerne leiden. Kann ich mir vor allem für den Sommer sehr gut an mir vorstellen. Hat hier auch so eine Schließe, ne, wo du auch verschiedene Längen einstellen kannst. Die ist ein bisschen enger, aber das stelle ich mir sehr schön vor. Hübsch. Der 2. Dezember, oh, ich muss ein bisschen aufpassen, Sammy hat sich gerade unter meinen Tisch hier gelegt, enthält Ohrringe und ich glaube, die sind dann auch dazu passend. Das wäre natürlich richtig cool, auch hier ein wunderschönes Organza-Säckchen und das sind Ohrstecker. Ja, das passt sehr gut zur Kette, mag ich auch echt gerne leiden und ich mag auch gerne solche Ohrstecker. Das ist manchmal ganz praktisch, denn alles, was jetzt aktuell hängt, liebe ich zwar, aber Julius auch, dann zieht er dran. Auch interessant, ne? Und das, was dann quasi dahinter dieses Gefärbte ist, das färbt sie selber ein. Ich habe keine Ahnung, wie sowas funktioniert, aber es sieht schön aus. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Ein Ring, oh. Und der ist größenverstellbar, das ist praktisch. Und auch der ist mit einem blauen Stein. Da ich, und das wisst ihr ja von mir, tatsächlich bei meinen Ringen nur Ringe trage, die auch eine absolute Bedeutung für mich haben, wird dieser Ring dann auch tatsächlich das erste Produkt sein, was nicht wirklich bei mir bleiben wird. Ne? Aber das ist nicht schlimm. Ich packe ja auch selber Adventskalender. Da wird sich sicherlich jemand in meinem Umfeld drüber freuen. Hier haben wir die Nummer 4. Oh, wie süß. Hier haben wir einen Anhänger dran. Das ist einfach ein Schlüsselanhänger. Und sie hat auch gesagt, sie häkelt auch selber Produkte. Das ein oder andere Produkt wird auch gehäkelt hier drin zu finden sein. Das hier würde ich jetzt als Füllprodukt bezeichnen, aber irgendwie ist es süß. Der 5. Dezember, der Tag vor Nikolaus, enthält wieder ein Schmuckstück. Und natürlich haben wir passend zu der Kette und den Ohrringen hier auch noch ein Armkettchen drin. Sogar mit einem Sternanhänger dran. Das ist natürlich auch richtig, richtig süß. Auch hier Armkettchen trage ich persönlich nicht. Aber es hatte ich hier auch geschrieben, dass manche Sachen vielleicht nicht unbedingt mein Style sind. Aber das fand sie nicht schlimm. Sie sagte, Mensch, dann hast du auch vielleicht etwas, was du mal verlosen kannst oder so. Vielleicht packe ich euch dann auch einfach einen kleinen Hinweis dazu, dass es von ihr kommt. Ne? Dass ihr dann auch mal bei ihr stöbern könnt, wenn ihr möchtet. Ich finde das sehr, sehr schön, aber ich trage nicht wirklich viele Armbänder. Ja, für den 6. Dezember haben wir hier schon ein Geschenk. Da haben wir nämlich 3 Stück von, für die 6, die 12 und die 24. Und das hatte sie mir auch geschrieben, das ist hier eine, also es gibt Pflegehinweise dazu. Diese Mütze ist ganz weich und aus 30% Wolle. Damit ich flauschig bleibe, wasche mich am besten per Hand. Ich darf nicht in den Trockner. Jo. Ja, meine Haare werden sehr, sehr, sehr wahrscheinlich dadurch elektrisiert werden, aber das ist nicht schlimm. Diese Mütze werde ich diesen Winter definitiv tragen, wenn ich mit Sammy spazieren gehe und mit Julius.
Die Nummer 7. In diesem wunderschönen Organza-Säckchen verstecken sich Ohrhänger. Genau, sag das mal ganz oft hintereinander, da bist du auch irgendwann fimmelig. Und die finde ich wunderschön. Die mag ich auch sehr, sehr, sehr gerne. Und die werden auch in Einsatz kommen und ihr werdet auch viele dieser Schmuckstücke demnächst auch hier sehen. Und ich finde es einfach total krass, wenn Menschen sowas selber herstellen. Ne? Also ich mag das, wenn Menschen einfach so kreativ sind und das können. Ich kann sowas nicht. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Na, Sammy, was ist hier wohl zu deinem, wow, 9. Geburtstag drin? Das ist ja cool. Abgefahren. Das ist total abgefahren. Das ist so ein Armreif. Krass. Das ist ein Statement-Armreif. Auch das für den Sommer, glaube ich, richtig cool. Kannst du ja auch theoretisch in der Größe verstellen. Das ist nicht so ganz mein Stil, ne? Oder? Seht ihr das an mir? Ich sehe es nicht so unbedingt an mir selber. Aber wahnsinnig krass gearbeitet. Ich kann euch natürlich zu diesem Schmuckstück nicht unbedingt Preise einblenden, weil das sind halt Einzelstücke, die ihr, ich weiß nicht, ob ihr die überhaupt einzeln so nachkaufen könntet bei der lieben Kati oder Kate, Katharina, ne? Krass. Schön ist es auf jeden Fall. Das hätte ich mir damals als Kind als Diadem gewünscht, ne? Oh. In der Nummer 9 dürfen wir uns über einen Lebkuchenmann freuen. Das ist ein kleines Dekostück, glaube ich, ne? Süß. Doch, das ist schon knuffig, ne? Kann ich mir ganz gut hier auch bei mir auf dem Fensterbrett vorstellen, weil da habe ich recht viel von dieser weißen Deko. In der Nummer 10 wird es mit irgendwas zu lesen auch weitergehen. Wir sind Abschminkpads aus Bio-Baumwolle. Eine Seite ganz weich, die andere mit leichtem Peeling-Effekt. Mach uns vor der Anwendung etwas feucht, du darfst uns bei 40 Grad waschen und wir sind nachhaltig. Sowas mag ich, sowas verwende ich auch viel. Und das sind gehäkelte. Das ist ja mal der Wahnsinn, ne? Richtig cool. 2 Stück haben wir hier drin. Da sehen wir jetzt auch beide Seiten, ne? Das finde ich auf jeden Fall praktisch. In Trockner kann man die wahrscheinlich nicht packen. Da muss ich dann aufpassen, weil ich packe immer meine ganzen Abschminkpads ja immer in so ein Säckchen. Und dann kommen die in die Waschmaschine und in den Trockner. Muss ich bei den beiden Schätzeleins auf jeden Fall aufpassen. Die Nummer 11. Oh ja, auch hier haben wir Ohrstecker drin. Und meine Herren, sind die schön. Meine Herren. Ich hatte schon so welche in... ja, fast schon dunkeltürkisblau, ne? So ein bisschen. Und das hier sind richtig, richtig schöne Lila, ne? Und ich trage öfters auch mal so lila Looks. Da kommen die auf jeden Fall richtig gut und ich mag diese Farben. Also das gefällt mir. Das ist wirklich sehr schöner Schmuck. Ich hatte ehrlich gesagt erst ein bisschen Angst, ob das vielleicht zu auffällig für mich sein würde, ne? Weil ihr kennt ja auch meine Art, wie ich Schmuck trage. Aber nee, also bislang wirklich alles an den Schmuckstücken, bis auf den Armreif, den ich sehr wahrscheinlich dann nicht tragen werde, ne? Ist es wirklich voll mein Stil. Hier habe ich jetzt die Halbzeit, die Nummer 12. Eine Botschaft erwartet uns. Wir sind Pulswärmer. Wir sind aus 30% Wolle. Bitte wasch uns bei Kaltwäsche oder per Hand. Wir dürfen nicht in den Trockner. Und das ist dann hier, ja, andersrum. Oh, das ist aber auch passend zur Mütze, ne? Genau, die kann man dann so tragen, hat dann aber noch die Finger frei. Das ist sehr cool. Und dazu dann die Mütze, die sich übrigens richtig gut anfühlt. Und hier haben wir auch teilweise dann, ne, diese Farbwiederholung. Sehr, sehr schön. Ich werde sehr gut ausgestattet für den Winter und kann mir schon fast vorstellen, was wir in der 24 finden. Aber wir machen jetzt erstmal weiter mit der Nummer 13. Die befindet sich in diesem kleinen Häuschen. Und hier haben wir ein wunderschönes Armband, was auch mit so Herzchen ist, also an der Armreifkette, wie nennt sich das? Also hier quasi, ne? Das sind Herzchen dran und da haben wir so ein rosa Farbspiel drauf. Ihr wollt das ja immer ganz gerne zu Referenzzwecken wissen, wie lang diese Produkte dann sind. Das heißt, ich lege mir das mal eben kurz an, weil meine Armdicke ist jetzt nicht so super dünn, ne? Aber du hast hier noch richtig Platz. Guck dir das an. Das ist ja mal cool. Also ich würde es jetzt hier schließen und hätte hier noch so ein Schwänzchen dran. Weiter geht es am 14. Dezember. Hier haben wir vom Stil her eine ähnliche Kette wie auch bei der Nummer 1. Die war ja tatsächlich von dieser Einfassung her mehr so Messing-mäßig, ne? Übrigens auch von hinten richtig schön, egal, so Mandala-mäßig. Und hier habe ich jetzt mit einem weißen Lederband, dürfte das sein, oder Kunstlederband, etwas in einer silberfarbenen Einfassung. Und das ist so ein helles, wunderschönes Blau.
Und da ist auch noch so ein bisschen Lila bei mir mit drin. Wie gesagt, sie färbt das jetzt alles selber. Kann sein, dass es bei euch da ein bisschen anders ist. Ein bisschen rosa finde ich auch da. Das heißt, das kann ich auch mit den Ohrringen schön tragen. Könnte man auch mit dem Armband schön tragen. Das ist schon eine schöne Kette. Wie, Sammy, jetzt hast du dir überlegt, aufzustehen. Meinst du, das ist eine gute Idee? Meinst du? Ja? Okay. Der 15. Dezember. Hier haben wir wieder Ohrstecker drin und die passen richtig schön zu der Kette, die wir gerade hatten. Mag ich auch gerne leihen. Und die haben jetzt auch eine andere Größe, oder? Ja, also wir haben hier größere, dann hatten wir hier mittlere und ganz am Anfang hatten wir kleinere. Also das sind die drei verschiedenen Größen von den Ohrsteckern. Finde ich sehr, sehr schön. Dass es halt auch unterschiedliche Größen sind, ne? Weil das bringt auch Abwechslung rein. Die Nummer 16. Ach Gott, wie süß ist das denn? Also da muss er auch Geduld für haben, um sowas zu machen. Das ist ja der Wahnsinn. Hier haben wir so ein wunderschönes kleines Bäumchen, was so mit Perlen gemacht wurde. Und das ist dann in diesem Glas. Ja, es ist winzig, richtig geil. Also das als sehr filigrane Handarbeit, ne? Richtig cool. Ich weiß nicht, erinnert ihr euch damals an diese Perlenwebrahmen und so und was wir da nicht alle hatten? Also bei uns war das halt damals total in, dass man sich halt wirklich aus so Perlen selber auch irgendwie was gebastelt hatte und so. Es war echt eine Fummelarbeit, also Respekt. Eine Woche vor Heiligabend habe ich hier den 17. Dezember und hier ist wieder etwas Gehäkeltes drin. Was bist du? Ein kleines Portemonnaie? Nein. Hä? Was bist du? Doch, eigentlich schon, ein kleines Portemonnaie. Oh, das schließt magnetisch. Das habe ich hier einmal. Das ist in so einem Jeansblau und da steht Handmade drauf. Dann kann man das aufklappen und dann passen hier, also haben wir hier zwei Täschchen. Kannst du natürlich auch als Schmucktäschchen oder so nehmen, ne? Dass du dann quasi deinen Schmuck transportierst oder halt aufbewahrst. Das ist schon süß gemacht. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier habe ich jetzt den 18. Dezember und da befindet sich auch wieder ein Organza-Säckchen mit Ohrsteckern drin. Die sind nochmal ein bisschen größer, oder? Seid ihr so groß wie die von eben? Das finde ich aufregend. Richtig cool. Ne, die sind so groß wie die letzten, die wir hatten, aber die sind in einem schönen Rosa. So rum am besten, Claudi, ne? Genau, mag ich auch gerne. Und die verschiedenen Farben geben uns natürlich auch eine Vielfalt, dass man das zu verschiedenen Looks oder zu verschiedenen Outfits tragen kann. Das finde ich schon praktisch. Der 19. Dezember ist jetzt etwas schwerer. Da haben wir vielleicht wieder eine Kette oder so drin. Nein, ein ganz aufregendes Armband. Das erinnert mich auch ein bisschen an meine Kindheit. Die haben wir damals so hart gesammelt. Aber das hier ist natürlich deutlich hochwertiger. Das sind nämlich so richtig... Ja, Perlen halt, ne? Und das passt auch super zu der ersten Kette, die wir jetzt hier drin hatten und zu den ersten Ohrringen. Doch, doch, das ist eine wunderschöne Farbe. Also sowas mag ich ja richtig gerne, ne? Das ist ja so ein, ja, Türkis ist es wirklich, ne? Und ich weiß nicht, was das für Perlen sind, aber ich finde sie wunderschön. Also das ist wunderschön. Und damals habe ich da halt richtig viele von gehabt. Das waren halt auch so Freundschaftsarmbänder und so, ne? Ja, das ist schon cool. Die Nummer 20... Wir nähern uns Richtung Heiligabend und hier habe ich Haarklammern drin, was ich auch praktisch finde. Ich habe das öfters ja mal, dass mir meine Haare im Gesicht hängen und dann ist es ganz schön, wenn man die so zur Seite machen kann. Und die sind halt nicht nur praktisch, sondern halt auch wirklich hübsch. Und da haben wir zwei verschiedene Farben. Einmal so ein Blau-Violett und ein Blau. Und so schaut das einmal aus, die beiden. Sehen auch echt hübsch aus und die kann man natürlich auch super zum Beispiel mit der ersten Kette tragen, weil die ja auch diese messingfarbene Einfassung hat oder halt auch mit diesem Armband, ne? Richtig, richtig schön. Die Nummer 21. Oh, das hier sind mal etwas opulentere Ohrringe. Hier mag ich super gerne die Farbe von diesem Stein, aber der Ring außen drumherum, der ja, glaube ich, Holz ist, ist leider, leider nicht ganz so mein Vibe. So schaut das aus und ich mag sehr gerne dieses Grün, dieses Frische. Das ruft einerseits Herbst, so quasi dieser Übergang, ne, der Bäume von dem Grün zu dem Braun, aber es ruft auch irgendwie Frühling für mich durch dieses frische Apfelgrün und ja, eigentlich eine richtig geile Farbe, aber ich persönlich mag diesen Kranz außen drumherum leider nicht so gerne. Die Nummer 22 enthält auch wieder eine Botschaft. Ich bin ein Spülschwamm. Ich mache alles sauber, ohne zu verkratzen. Du darfst mich bei 60 Grad waschen. Ich halte lange und bin nachhaltig. Das ist schön. Mag ich sehr, sehr gerne. Huch! Das ist ja witzig. Was ist das denn für ein geiles Material? Und damit hat sie jetzt einfach mal einen Spülschwamm gehäkelt. Das sieht gut aus, oder? Ich finde es gut. Ich finde es richtig gut. Ich werde es verwenden.
Definitiv. Und ich kann mir auch echt gut vorstellen, dass der gut Schmutz abnimmt, weil der halt so eine, ja, große Oberfläche hat, dadurch, dass es ja quasi mit diesen Pieksviechern ist, ne? Cool. Oh je, wir sind schon einen Tag vor Heiligabend, der 23. Dezember. Die passen so gut zu diesem Armreif. Oh. Sind die schön. Das sind Ohrhänge. Die will ich haben. Also haben, die will ich behalten, ne? Die finde ich richtig, richtig, richtig schön. Und ich wette mit euch, wenn ich die trage, da werden mich so viele fragen, was ich da in meinen Ohren habe, weil die so schön sind. So schön. Wow. Wie so kleine Spiegel sieht das aus. Richtig. Ah, mag ich. Trommelwirbel, der 24. Dezember. Wie gesagt, ich vermute, hier ist ein Schal drin. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr passend. Mich kann man nicht nur im Winter tragen. Ich bin bei 30 Grad waschbar. Bitte mach mich nicht in den Trockner. Oh, das ist ja richtig cool. Das ist ein Loopschal. Ich liebe Loopschals. Tut mir leid, dass ich jetzt mal kurz das anlegen muss, bevor ich euch das zeige. Ja, das sieht jetzt natürlich mit der Mütze etwas wild aus, aber es passt definitiv so gut. Ich finde es großartig. Okay, also, ich bin ein Mega-Loop-Schal-Fan und das hier ist so ein bisschen auch im Regenbogen-Style, aber wir haben halt von grün zu blau verschiedene Abstufungen und das sind halt wirklich so Farben, auf die ich tierisch abfahre, die ich so schön finde. Also der ist wundervoll. Der fühlt sich auch richtig toll an. Der wird im Winter wärmen, aber auch wenn man jetzt so im Frühling oder im Herbst einfach ein bisschen was am Hals haben möchte, vielleicht ein bisschen Halskratzen hat und das einfach ein bisschen warm haben möchte. Und ich kann mir das auch super einfach vorstellen, dass man das sonst einfach so als Decke sonst hinlegt oder so, ne? Das ist halt auch, ich kann mir das einfach auch gut vorstellen für Julius als Decke gerade. Einfach ganz, ganz simpel gesagt, ne? Und ich finde den wunder, wunder, wunderschön. Das ist eine perfekte 24. Und natürlich passt es nicht ganz so zu diesem Set, was wir hier drin haben, was ich jetzt aber auch nicht schlimm finde. Denn ich möchte auch manchmal ganz gerne einen Farbtupfer noch in einen Look mit reinbringen. Und das kann man damit definitiv schaffen. Also, ich habe euch jetzt den kompletten Adventskalender gezeigt. Ich finde, mit 170 € ist der in Relation zu den Adventskalendern, die ich euch gezeigt habe im Schmuckbereich, wirklich günstig. Weil das hier ist wirklich, wirklich jedes einzelne Stück ist richtige Handarbeit. Vielleicht suchst du ja noch den perfekten Adventskalender für jemanden, der eben genau so ist, dem dieser Schmuck halt perfekt stehen würde und der sich auch mega drüber freuen würde. Dann ist es natürlich auch in der Infobox verlinkt, ne? Also ich finde, dass das hier der liebevollste Schmuck-Adventskalender dieses Jahr ist, definitiv. Vielen, vielen Dank, liebe Kate, dass du mir den zugeschickt hast und dass du mich angeschrieben hast, weil ich habe hier ein paar wunderschöne Produkte jetzt vor mir liegen, die ich definitiv in den nächsten Wochen von Herzen gerne verwenden werde. Also dieses Set wird safe direkt in die Waschmaschine kommen und danach verwendet werden und wird mich bei jedem Spaziergang begleiten. Und super viele Schmuckstücke werdet ihr auch immer wieder hier sehen, weil sie einfach so ins Auge fallen, weil sie einfach so besonders sind. Und klar sind manche Sachen mit dabei, wo ich sage, ist nicht ganz so mein Vibe, aber das ist halt eben so, ne? Ich bin ja auch nicht irgendwie das Maß aller Dinge und ne, ihr wisst Bescheid. Also jeder hat das so seinen eigenen Geschmack und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Nun, ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Schreibt mir gerne eure Meinung zu den Produkten in die Kommentare rein, da können wir uns gerne austauschen. Und wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.